Vierte Runde steht an. Sola wurde auf 123 Meter gesniped. Ja, das ich kann den Schmerz bis hierhin spielen. Den Clip will ich sehen. Ah, den will ich auch sehen. Und ja, oh, da kommt das Double Kill. Ja. Nee. Er musste nochmal nachlegen. Ja, aber der hat jetzt ein Risiko, da kommt er, der Kinnwerfer. Der muss wehgetan haben, da lege ich mich fest, da würde er jetzt nochmal hinterhergehen, aber muss aufpassen, es ist noch das One vs. Two. Wo ist Max? Er baut sich wieder hoch, er will den Highground, er hat den Highground. Die Rakete kommt. Oh, er hat keinen Schuss mehr. Er ist down. Hennor hat ihn bekommen. Oh, die Headshot, Double. Nice. Ganz stark. Double Headshot, einfach draufgeballert. Spann auf f***ing Fuck. Ich probiere das einfach mal. Ne? Trumex, wir sehen uns gleich viel wieder. Glück. Ich übernehme das hier so lange. Nicht. Ja, das Problem ist quasi, was da los ist. Der haut wie der Pizza. Ja, ich brauch ein Handmikro. Ich nehme mal ein Handmikro mit. Trumex, wir sehen uns später, ne? Ist gut. Ja, ich mach das hier. Ja, warte, nee. Die Leute hören uns ja beide. Ja, klar. Mach mal ganz kurz ruhig. Ich gehe mal einmal zu Kutscher. Kutscher. Vorher, also zwei Fragen, Kutscher. Ja. Erstens, woher hast du die Pizza? Die hat mir der beste Manager der Welt gebracht. Das ist genial. Und wie kommst du auf diese Idee, die er da gerade rausspielt? Das ist ja sensationell. Das muss hier jahrelanges Training gewesen sein. Ich habe eigentlich nur Hunger. Deswegen kleine Pause und dann geht's weiter? Nö. Holt ihr die Runde? Also mein Ziel ist ja ein Punkt, ne? Also ich glaube schon. Ja. Ich glaube an dich, mein Junge. Danke, ich glaube an dich. Ja, danke. Können sich jetzt hier richtig schön was absneaken. Haben jetzt hier noch die Kristalle, sind super schnell. Er double rampt nicht. Er macht's einfach nur mit einem Headshot weg ist da. Marcel ist down. Marcel auch ein sehr, sehr starker Spieler. MCL dann hier ausgeschaltet. Springen. Oh, was für Plays. Oh, aber er hat ihn leider nicht bekommen. Das wäre natürlich noch die Krönung. Jetzt will er es holen, aber er ist auf Messerschneide. Ist oh, 3 HP für Apostel. 3 HP. Auch nicht schlecht. 3 HP. Jetzt haben wir hier ein Pizzastück bekommen. Ja, das ist fantastisch. Hau weg. Ja, du immer, ne? Du darfst gerne. Du darfst gerne. Ich bin nicht so der Brokkoli-Typ. Ja, das Problem ich auch nicht, ne? Ich weiß nicht. Kann man das Pizza nennen? Oh, ist Kalle. Das ist ja eher so ein bisschen Gemüsesalat mit ein bisschen Teig drunter. Okay, also hier sind wir wieder da. Hallo, nächster Kill. Hat Carlos Croquetos gekillt. Oh, Kalle wird damit natürlich wütend sein. Die beiden haben schön. Jetzt hat er mal down. Ah, das ist bitter. Dagegen anzubauen. Ein Hit connected dort. Ah, 36 Damage. Der Granatenwerfer ist da noch nicht connected. Nee, da geht's. Oh, geht er über ihn. Super. Oh mein Gott, was für ein Movement. Ganz übler Turn-on. Ah, unter ihm sind sie. Aber da hat er freie Schussbahn. Da connecten die Schüsse. Nee, wir müssen es ein Stück weiter ahnen. Aber oh, nein. Oh, da wird gefinished. Oh, Fix gönnt sich da die Punkte. Da lacht Revi. Ja, aber jetzt hat er. Oh, der geht da. Oh, das ja. Der muss jetzt aber auch finishen. Ja, das ist die Rache und der geht auch down. Der Lung, 750 HP, den könnte man wegmachen. Aber meistens. Oh, da bleibt er stehen, holt sich den Airdrop. Jagdgewehr, Hit connected. Schuss von der Golden Gun, Golden Scar. Und dann ist er down. Aber den Highground, den hat er verlassen. Mhm. Und der schießt sich jetzt hier so ein bisschen. Und das ist halt diese Waffe. Das ist die beste Waffe im Spiel. Die macht so viel Schaden. Und ist dazu noch sehr genau. Ja, aber jetzt hat man hier immer noch dieses Two vs. One. Hat er bekommen. Ja. Hat er bekommen. Ach nee, sie hat die Skins geändert. Guck mal hier, Chef Strobel und Zeiss. Ah. Oh! Shit. Dann musst du ihn halt noch irgendwie finishen. Das wird dann halt schwierig. Ne? Und da ist es so einfach zu bauen, aber dann ist direkt die killen sich gegenseitig. Vom Raketenwerfer und dann im Sturm. Ist in Ordnung, 6 Kills hat Razorwood down. Und das könnte jetzt hier nochmal der zweite hinterher werden. Das ist bitter. Mickey muss da jetzt hin. Er will ihn irgendwie helfen, aber er darf auch nicht die Positionierung riskieren. Wir haben eine geteilte Ansicht. Währenddessen Chef Strobel schießt doch von der anderen Seite mit drauf. Ja, ich glaube, der ist das da oben drauf, wenn wir uns die beiden Türme hier vergleichen. Ei, der Granatwerfer war noch nichts. Jetzt sieht es hier besser aus, aber er aimt auf ihn. Oh, wenn er den connected, wäre es krass. Jetzt will man hier scheinbar ihn rushen. Es ist das 2 vs. 1. Da wird gerusht. Das ist es. Oh, er trinkt doch mal den. Könnte. Hat das mitbekommen? Jetzt ist er hinter ihm. Oh, der geht down. Was ist denn hier los? Da ärgert er sich. Vielleicht hört ihr es. Das da ärgert er sich. Wo ist er denn? Ja, das ist halt die Sache. Ah, da ist er. Er baut. Ah, und er wird entdeckt. Da wird nochmal nachgebaut und das wird schwer. Bisher noch kein Schuss connected. Und noch Granate. Aber dazu. Er schafft irgendwie die Schüsse zu dodgen. Erster Schuss. Aber ich meine, das wird jetzt ist er neben dem Bau. Er wieder gebaut, er ist gut. Ja, der baut das hier schön, aber irgendwann geht er down. Irgendwann geht er down. Und das ist ein typisches 2 gegen 1. Schon wieder Syox und Chef Strobel. War allein schon, weil nach der zweiten. Okay. Nach der dritten steht, glaube ich, noch nicht. Vielleicht schon. Ne? Ja, ich würde gleich stehen. Es war jetzt die vierte Runde. Ja, ich weiß. Vielleicht steht sie schon. Vielleicht steht sie schon. Aber ob ich lieber das Ding essen würde oder die Brokkoli-Pizza. Ich glaube, es ist beides relativ gleich. Ähnlich.
Sieht sich sehr ähnlich aus. Wir müssen ja schauen. Hinter uns ist ein Bildschirm. Der wurde jetzt in der letzten Runde eingeschaltet. Nee, der war die ganze Zeit schon. Was? Ja. Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Ja, das ist krass, ne? Alter. Ja, die Pflanze, die, ne? Sie wieder auf die auch am Dancen. Ja, der hat auch. Nee, ich meine, die letzte Runde und die davor. Also in der letzten Runde hat er halt endlich mal wieder richtig abgeliefert. Ja, stimmt. Die letzte Runde steht an. Es geht nicht mehr in die Wertung ein. Aber es geht trotzdem um Ruhm und Ehre. Razor ist schon down. Oh. Mickey muss das jetzt hier noch wieder ausbaden. Ah, er probiert es. Er versucht ihn davon abzuhalten, ihn zu finishen. Das schafft er auch. Alter, 44 HP, das ist nicht viel. Ah, der auch schon down. 66 Damage. Und da geht er down. Ah, schade. Komm mit. Oh, hier wird jetzt weiter geredet. Da kommt er aus. Da kommt der Raketenwerfer. Ganz sicher. Aber es liegt noch einer. Er ist nur down. Und das ist wieder Kalle. Ist es wieder Kalle. Richtig am Tanzen. Tja, stimmen Sie jetzt ab. Mit 1 für das Original in der Webcam und für 2 für die wunderbare Lady im Tanzen. Oder die Nummer 3 für Kutschers lässigen Blick. Können wir nochmal auf Kutscher scheiden? Ja, der sieht glücklich aus. So sieht ein glücklicher Kutscher aus. Weiß nicht, ob er das machen sollte. Ah, er will die. Oh! Maxify ist hier unter Beschuss, Gegner hat gut High Ground. Ja. Oh, ganz toll High Ground. Wieso schießt er nicht? Keine Shotgun rausgeholt. Er hatte freies Schussfeld. Aber jetzt hat er das nicht mehr. Er baut da sehr stark gegen, hat aber nur noch 50 Leben. Ein Schuss hat er Zeit gehabt. Jetzt wird wieder gebaut. Er probiert Zeit. Er hält sich hier am Leben, aber es ist nicht so einfach. Geht jetzt links rum. Auch noch 2 und dann geht er down. Dann sehen wir schon sehr viel Loot. Noch einer, der da runterfällt. Jetzt auch nochmal Fallschaden. Und Apostel. 262. Du bist ein Tier, mein Junge. Oh, beautiful. 262. Fuck the screen. Diesen Clip will ich sehen. Also Bier trinken, ja, wie ein kleines Kind, aber schießen hier aus der Entfernung. Ich meine auch nicht, dass er die ganze Zeit reingedonnert. Wie schwer es ist, 262 der Meter. Der stand da oben links auf dem Berg. Jetzt geht's wieder runter. Da wird alles in die Luft gejagt, da muss er aufpassen. Ja, davon habe ich vorhin geredet. Aber hinten der Fall Damage. Oh, oh mein Gott. Er muss hat da jetzt hier High Ground. Ja, schießt er. Oh mein Gott, perfekt. Oh. Perfekt mit dem Sturm über die Wand weggeschossen, dass die Rakete dort connected hat. Ach, das reicht nicht. Der geht leider nicht down. Er hat so wenig Material. Ich muss jetzt aber hier kommt der nächste. Hier kommt der nächste. Auch da wieder ein Hit. Aber das reicht nicht. Ja, er hat keine Materialien mehr. Aber er haut ihn runter. Er haut ihn runter. Er, ist, er hat ihn. Er ist vom Fallschaden weg. Es ist ein und der andere Spieler unten ist auch mega. Und das ist es. Das Ding! Apostel! Alter, 262 Meter Snipe! Dann was das Ding war das am Ende! Denn? Absolute Highlight-Runde! Alter, Schiedsrichter! Oh. Da haben wir es gesehen. Alter, aber da haben wir den ganzen Tag drauf gewartet. Dann eine letzte Runde, wo es eh nicht mehr zählt. Zeigt er nochmal, was er kann. Aber wie kann er das denn? Mega Snipe. 262 Meter Snipe. Und dann am Ende haut er den einen ja, runter. Ja, Fallschaden, perfekt. Bauduell, super gerusht, wieder runtergebaut. Alles. Und wir haben alles der gesehen. Andere ist währenddessen runtergefallen. Dann haut er den nächsten im Bauduell in die Schnüsse. Dann perfekt die Rakete geschossen mit dem Sturmgewehr. Die Wand vom Gegner beseitigt, dass die Rakete connected. Da war einfach alles richtig. Und vor allem auch. Ah, nee, es ist. Nahezu so fehlerlos gespielt. Das ist, weißt du, das kannst du ausdrucken und das kannst du dann ins Bilderbuch. Buch einheften. Absolut das ist halt einfach muah, richtig. Shakusei, meine Damen und Herren. Hashtag Ball. Für genau solche Momente haben wir das. Weil wenn ihr in, sagen wir mal, 20 Jahren mit euren Kindern da sitzt und fragen, was habt ihr früher so gemacht? Dann sagst du, ich habe gesehen, als er wusste, die Runde gespielt. Diese eine. Mit dem Snipe. An dieser Stelle schon mal von uns natürlich ein riesen Dankeschön auch an dich. Es war mir ein absolutes Fest hat mit dir zu casten. Ganz viel Spaß gemacht. War wirklich, wirklich geil. Und wir gehen ganz kurz ab und dann ist danach natürlich sofort die Analyse am Start mit all den Leuten, die noch hier sind. Und ich denke gerade auf Fossil, der muss noch ein bisschen was erzählen, was der heute Morgen getrunken hat. Oh, aber was immer es war, ich kau's mir auch. In dem Sinne, tschüss und bis gleich. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Es war eine sehr gelungene erste Show. Und ansonsten habe ich noch ein kleines Anliegen. Es gibt nämlich PaySafe Cards für alle. Oh, geil!